die Sache interessanter. Und diesmal vielleicht ohne Abkürzung fahren. So, als würde ich das erste Mal fahren, weil, wie man sieht, ist es zwar nicht unbedingt schnell so, aber es funktioniert. Wenn ich jetzt auch noch die zwei abräume, kriege ich das Nitro und nicht die anderen. Okay, die sind dann fürs nächste Mal schon mal flachgelegt. Da brauche ich mir dann keine Gedanken mehr machen. Ja, komm schon. Ach komm, das ist doch jetzt... Das ist doch nicht dein Ernst. Schiebe mich ja einfach mal rum und dann gehe ich vom ersten auf den vierten Platz. Das ist ja auch echt abartig. Geht doch so nicht. Ich will schon wieder die Abkürzung fahren. Wow, 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 wow. Naja. Vierter, das muss ich noch ausbauen auf den dritten Platz. Und dann ist das ganz passabel. Die Sache ist nur die, die drei fahren da irgendwie ziemlich geschlossen rum. Die müssen mal irgendwie ein bisschen Zoff kriegen, damit ich dann eine Chance habe, dazwischen durchzuwischen. Da müsste ich eigentlich mal geradeaus fahren. Das ist nämlich, da guck mal hier raus. Obwohl, besser nicht. Da fahre ich in die Gegenrichtung rein irgendwie. Also in die Gegenkurve. Ja. So. Ist wahrscheinlich den ganzen... Da habe ich wahrscheinlich dieses ganze Ding da abgehauen. Eine nette Abkürzung. Ah, verdammt. Komm schon, zurücksetzen. So. Sehr schön. Vierter immer noch. Der fünfte ist zwar hinten dran, aber es geht noch. Ah, keine Drehung, keine Drehung. Verdammt. Verfluchte Hacke, komm schon. So ein bisschen zumindest mal hinterher. Ja, ja, sehr schön. Einmal Dritter, bitte. Oder würde ich da rauskommen? Dann wäre das natürlich richtig cool. Also links war da so eine Einfahrt in Fahrtrichtung. Und ich habe wirklich das ganze Ding platt gemacht. Ah, und beide gerade mal rausgehauen. Was mich zum zweiten macht. Jedoch muss ich das noch bis ins Ziel halten und das könnte, wenn ich so weiterfahre, ein bisschen schwer werden. Außerdem wackeln jetzt alle meine Räder und hinter mir müsste schon der nächste kommen. Aber es sieht, boah, es sieht sogar sehr gut aus. Woo. Boah, die haben zum Glück noch einen Unfall gebaut. Ansonsten wären die mir wahrscheinlich noch ganz schön auf die Pelle gerückt zum Schluss. 1000 als Zweiter, das ist natürlich der Hammer. Tuning, da geht natürlich jetzt wieder ein bisschen was. Was haben wir noch? Auspuffanlage. Ah, ich wollte ja eigentlich für die Dings sparen, gell? Die Stoßdämpfer. Dann fahren wir mal die neu eröffnete Baustelle. Wieso auch nicht, wenn ich jetzt da drauf gegangen bin. Glaube aber schon. Bin drauf. Na, das war wieder ein Ticken zu früh. War schon mit der Drehzahl wieder zu hoch. Mal sehen, wo hier die Strecke lang geht. Das sieht doch ganz gut aus. Ja. Boah, Glück gehabt. Ich dachte schon, ich würde im Baum landen. Das war natürlich jetzt hier echt mal richtig Glück. Oh ja, das war... Ja, nicht gerade perfekt, aber... Hey, ich habe die Drehung mehr oder weniger hingekriegt. Oh, komm schon, jetzt muss ich mich unbedingt mit meiner Front in dem seinem Heck verhaken und dann... Ah, verflucht. Aha, die Abkürzung gibt's ja auch.
Für die, die die Kurve nicht schaffen, kann man immer noch da durchfahren. Sollte man aber nicht versuchen zu übertreiben, weil dann wird einem das auch irgendwie abgemahnt, wie auch immer. Ah, hier stimmt. Nein. Ach, verflucht, die Abkürzung kann man nicht nehmen. So ein Mist. Ich dachte, das würden die jetzt einem auch großzügig durchgehen lassen, aber anscheinend dann doch nicht. Ich hasse Telefonmasten. Das ist nervig. Wenn man mal so will. Ja. Der Wagen ist mir irgendwie zu schwer. Da müsste ich nochmal... Ah, fuck. Wir müssen hier lang. Hier? Oh Gott. Sieht man ja von da oben gar nicht. Ja, genau. Solange der sich hinter mir noch ein bisschen rumdreht. So, hier bin ich ja durch. Jo, das klappt natürlich jetzt nicht. Ach, ich war ja die ganze Zeit von der Strecke runter, da kann ich mich ja automatisch zurücksetzen. Das ist natürlich, Ja. Das ist natürlich jetzt hier absoluter Bullshit, den ich hier zusammenfahre. Ah, die Strecke. Boah. Wenn ich die zuletzt gefahren bin hier, frag mich nicht. Auf jeden Fall mag ich sie nicht. Vielleicht sollte ich mir echt auch einen Wagen sparen und dann den anderen noch nachholen. Ist nur die Frage, womit mache ich die Kohle, weil im Moment komme ich ja in Derby nicht ganz so gut durch. Danke, das war natürlich jetzt genial. Wow. Das ist natürlich jetzt nicht so geplant. Ich glaube, ich brauche einfach Spikes unten an den Rädern dran. Ja, das war natürlich wieder so eine Situation. Ich fahre mit 125.000 km/h gegen und nichts passiert. Und dann fahre ich mal mit 20 und gegen und ich fliege raus, als wird es nichts anderes geben. Diese komische, blöde Ecke nervt. Eieiei. Warte, war das nicht das eine Rennen umgedreht? Genau, das ist eins meiner Lieblingsrennen einfach umgedreht. Das bedeutet, ist totaler Mist. Genau, hier, das ist der Bagger, da kommen wir auch von der anderen Seite. Und hier die Tour zwischen den... So, da ist noch einer. Da sind jetzt einige reingeflogen in den Baum und dann in die stehenden Autos. Das muss hier rum, das ist echt zum Kotzen, da brauchen wir echt ein anderes Auto. Leck mich doch am... Das ist doch... So. Meine Güte, das ist so schlimm hier. Okay, einmal muss man hier irgendwie frei machen und dann kann man die Abkürzung nehmen. Klar, das funktioniert jetzt auch so gut an der Berg rumfahren. Normalerweise hätte ich da rumkommen müssen. Und warum das Auto das macht, ach, vergiss es. So. Weiß ich auch nicht. Ja, ich bin nicht fürs langsame Fahren gemacht. So schnell kann man es erleben, dass eine Lieblingsstraße zu einer Hassstrecke wird.